Iron FX. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Wir spielen heute Mia Smarta, was auf Steam über Steam Greenlight erschienen ist. Erst kürzlich, ich glaube vor wenigen Tagen. Und in diesem Spiel geht es darum, ich habe ja schon mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz abends angespielt, 8 Uhr morgens, da sieht man es, da kommt man gerade auf der Insel an, Tag 1, 8 Uhr morgens. Und wie ich bereits gesagt habe, man kommt auf einer Insel an und ist todkrank. Und man muss versuchen, auf dieser Insel quasi, ich erzähle das nur ganz kurz, muss versuchen, auf dieser Insel quasi die Heilung zu finden oder das Heilmittel finden, selber aus Kräutern zusammenmischen, die man selber pflücken muss, zusammensuchen muss, analysieren muss und so weiter und so fort. Und das Ganze ist ein bisschen komplexer als your average survival game. Und natürlich sind wir nicht alleine auf dieser Insel. Irgendetwas geht da vor, von dem ich noch nicht genau weiß, wer uns da im Wege stehen will oder was uns da im Wege stehen will. Genau weiß ich es nicht. Wichtig ist nur, dass wir überleben und ich starte das Spiel jetzt. Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, war dein Name Robert Hughes. Du erwachst an der Küste einer mysteriösen Insel. Du wurdest auf diese Insel verbannt, ein Verräter und verraten. Eine tödliche Krankheit wütet in dir und dein Tod ist gewiss. Doch diese Insel beherbergt eine Forschungsstation, eine Konklave erleuchteter Männer, die ein Heilmittel suchen. Finde das Heilmittel und überlebe. Ah, meine Hand. Wo bin ich? Ist das die Insel? Soll es hier eine Heilung geben? Meine Hände blutig. Mein Schiff kaputt. Es gibt keine Rückkehr mehr. Ich muss das Heilmittel finden oder sterben. Ich werfe einen Blick in mein Journal. So, im Journal finden wir unter anderem den Gesundheitsstatus. Ah, da finden wir einfach alles drin. Muss jetzt immer mal rumgreifen ums Mikrofon. Da können wir dann drin rumblättern. Hier habe ich einen kleinen Grafikfehler, habe ich ja mit den Schatten vom Journal da oben in diesen Dingern da. So, Status kann ich direkt zurückblättern. Ich kann auch hier auf Research gehen. Das Ganze ist sehr interaktiv gehalten. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Und in diesem Notizbuch werden wir alle unsere Fortschritte festhalten. Ich hoffe, wir machen Fortschritte. Ein Eichhörnchen. Na, kleiner Freund. Hui. Und da hinten ist noch ein anderer Vogel. Na gut, wir folgen einmal dem Pfad hier den Strand entlang. Und man hört bereits, unser Charakter schnauft und keucht. Das heißt, es geht uns nicht wirklich gut. Und ich glaube, die Schifffahrt hat jetzt noch ihr Übriges getan. Aber schön grün ist es hier. Ein Haus, eine Baracke. Da ist ein Zettel auf dem Tisch. So, den heben wir mal auf. So, der wird auch automatisch direkt ins Notizbuch übertragen. Und wir lesen natürlich gleich mal nach. Was hat es damit auf sich? Aha. Von Herrn Professor Douglas ist die Notiz an Herrn Dr. Sanchez.
und es geht um die Heilung der Krankheit. Lieber Harlow, meine Tests waren erfolgreich, wir haben eine Heilung und wir sollen sofort die Synthetisierung von Trichordrazin vornehmen, indem wir die folgenden Agenten kombinieren. Und zwar ein primäres Antibiotikum, ein Antitoxin und ein Adjuvant, was immer das ist. Ich kenne mich da leider nicht so aus mit medizinischen Fachbegriffen. Wenn wir die kombinieren, kriegen wir die Heilung. Aber natürlich müssen wir die erstmal extrahieren oder herstellen. Und das dürfte hier auf der Insel nicht ganz so einfach sein, zumal wir hier eine Blutspur sehen. Und die führt zu einem Körper. Und man sieht, wir sind offenbar nicht alleine. So, können wir das Messer? Ja. So, das Messer können wir auf jeden Fall wiederverwerten. Tut mir leid, alter Freund. Tut mir leid. So, wir folgen mal weiter dem Weg und sieh mal eine an. Hier steht noch eine rote Hütte. Huch. Bei diesem Haus handelt es sich um ein Labor. Ich drück mal H. So. In Labors kann man quasi die Pflanzen und die Pilze, die man hier auf der Insel findet, analysieren und auch einige Dinge daraus synthetisieren, indem man daraus zum Beispiel Medizin und Toniken herstellt. Beides werden wir, glaube ich, brauchen. Research Station, hier kann man quasi dann die Dinger auseinandernehmen, das zeige ich euch gleich alles. Hier, das können wir nochmal ins Notizbuch übertragen. So, okay, Instructions, also wie man Pflanzen analysiert. Das ist ganz easy, die tut man zuerst hier auf dieses kleine Dingelchen drauf und dann kann man die ja mit dem Mikroskop untersuchen. Das werden wir bestimmt gleich ausprobieren. Vorher guckt man auch hier natürlich... Aha. Du wirst beobachtet. So, hier haben wir eine Synthetikstation. Eine Synthetisierstation sozusagen, ja. So, da tut man quasi zwei Pflanzenstückchen, tut man hier auf die beiden Tablette drauf. Kann hier das Destillationsding dahin packen und hat dann quasi hier am Ende die Medizin. Man kann also Pflanzen miteinander kombinieren sozusagen und hat dann am Ende ein Destillat, BZW, hoffentlich ein Tonikum, das heilt. Und hier kann man Sachen ablegen einfach. Da kann man für später, wenn man Sachen gesammelt hat, kann man die da ablegen. Dann kann man sich quasi mehrere Male Medizin machen und so weiter. Und es geht tatsächlich alles nur darum zu überleben. Es geht nicht darum, dass man angeschossen wird, kurz ein Screen rot aufflashen hat und dann war's das. Da sind ja noch mehr Häuser. So, mit dem linken Mausknopf können wir hier was ernten, glaube ich. So, jetzt haben wir eine Blume gepflanzt, gepflückt. Sind das meine Schritte? Gut, das waren meine Schritte. Ich war gerade kurz verwirrt, weil irgendwas soll hier noch lauern. Notes. War das Notes? Nein. Research. Jawohl. Discovered White Pink Viola. Ich kenne leider die Fachtermini nicht. Okay. Ja, da steht nicht so viel drin. Mit der können wir jetzt zum Beispiel zurück hier zur Station gehen. Das Ding ist, wir fangen natürlich so an. Also wir müssen die ganze Insel erforschen und so weiter. Wir müssen aber auch überleben. Es gibt schon einen Grund, warum wir das Messer haben. So. Und die Pflanze analysieren wir jetzt natürlich mal. Und schauen mal, was uns da erwartet. Erstmal klein schneiden. Und dann ab aufs Gläschen. Und rein mit dem Näschen. So, was haben wir denn da? Aha. I use liquid extraction to die essentiellen Öle, also extrahieren. Okay, mit denen kann man sich eine Basic Medicine machen. Also wir können damit eventuell einen kleinen Basic Heiltrank machen sozusagen. Ich tue die erstmal jetzt hier hin. Da haben wir sie safe, das heißt, da können wir sie für späteren Gebrauch verwenden. Ich hoffe, es gibt hier eine Art Bett oder sowas. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn es hier dunkel wird. Es sieht gerade schon so ein bisschen dunkel aus. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Pflanzen mehrfach verwenden können und sowas. Ich habe das leider nur bisher ein bisschen angespielt. Da habe ich einen Pilz gefunden, mehr habe ich noch nicht gemacht. Oh, Frischwasser zum Trinken kann man hier sammeln.
Köstlich. Von den kleinen Nagern kann ich die eigentlich... Ich muss auch was essen. Okay, kleine Nager können wir nicht erlegen. Ein Rotkehlchen auf der Pirsch. Das... Oh, jetzt wollte ich ja gerade den Herrn Sielmann geben, aber... So, die... Nein, jetzt nimm doch mal die Blume, komm. So, die nehmen wir direkt als nächstes und bringen die auch direkt. Eine Prärieblume von der Lupinus genus, white and pink in color. Also man muss sagen, das Spiel ist kein Shooter. Also ist weit ab von jedem Shooter, ist auch weit ab von jedem, ich sag mal, Slender oder durch den Wald irren oder sonst was. Hier geht's dann wirklich ums Überleben, so wie es realistisch ist, dass, oder halt einigermaßen realistisch. Nicht wirklich realistisch, aber... Zumindest muss man sich schon selber seine eigene Medizin machen und so weiter. Hier sind keine Medikits oder sonst irgendwas. Hier geht es dann wirklich ums nackte Überleben, ums Survival, ums Erforschen. Und sich quasi hier eine Art Heim oder Basis schaffen, um gegen das zu bestehen, was da draußen lauert. Und das werden wir hoffentlich noch sehen. Ich bin sehr gespannt. So, was haben wir denn da? Ah, extra Stärke. Wenn ich... If I combine this with a basic medicine... Ah, ja, 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 okay. Extra Stärke, okay. Das heißt, wie ich das jetzt gelesen habe, können wir das Ding nehmen? Ich probiere das mal aus, ich habe das noch nie gemacht. Ich tue das mal hier auf die B und dann hole ich mir mal da von da die Blume zurück. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch hin. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Jetzt tue ich die Blume da drauf. Ich dachte gerade, da wäre was. Momentan bin ich noch guter Dinge. So, ein bisschen Schnippelchen. Ein bisschen Stampferchen. Ein bisschen Abwiegen. Ja, Wahrscheinlich... Nee, habe ich gerade nicht gesehen. So. Extra Stärke-Medizin haben wir jetzt synthetisiert. Das heißt, wir können das Fieber ein bisschen eindämmen, wie es aussieht. So, haben wir das jetzt genommen oder wie haben wir das? Was haben wir jetzt gemacht? Und was mit der Spritze hier unten? Kann ich die nicht, kann ich mir nicht reinjagen? Na gut. Springen kann ich auch, okay. So, das Gute ist, wir haben genau die Pflanzen um die Ecke, mit denen wir uns quasi so ein bisschen Medizin machen können. So, ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass uns das Viech findet. Ich weiß schon, ich habe schon in den Trailer gesehen, dass es da so ein Viech gibt. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Monsterstier. Und das darf uns auf keinen Fall erwischen. Und dem müssen wir irgendwie ausweichen und versuchen, das irgendwie zu bekämpfen. Oh. Jetzt habe ich aber das Messer fallen gelassen. Das will ich... Das will ich natürlich nicht. Ich will das Messer gar nicht fallen lassen. Gibt es nicht eine Möglichkeit, wie man mehrere Sachen aufheben kann? Nimm das Messer. So, lass die Fackel mal liegen. Okay, es gibt also Fackeln. Ah. Man kann also speichern, indem man Lampen anzündet. Und was ist das hier? Eine Karte. A Map of Outpost Draco. Der Außenposten Draco. Hier ist das Labor, dann geht da ein Weg entlang, an Häusern entlang, da über so ein Bächlein und da ist eine Statue, was immer die macht und hier ist noch ein Häuslein. Die können wir vielleicht noch alle abklappern, ich weiß nicht genau, wie lange wir hier überleben werden. So, jetzt habe ich einmal gespeichert. So, ah, und wir können... Ach, das sieht aber schon nicht mehr gut aus hier. Wir können in Betten schlafen. Das mache ich mal gerade einfach, damit wir uns ein bisschen erholen. Ach, so, jetzt. Der schnauft immer noch so. Ich glaube, das ist die Krankheit. So, können wir hier vielleicht noch ein Gläschen Wasser trinken oder in die Schublade gucken? Nee, doch. Ah, komm, Schlückchen können wir uns gönnen. Geht heute aufs Haus. Ach, und für eine Feldflasche kriegen wir auch noch Wasser mit. Das ist natürlich super.
Wobei ich noch keine Ahnung habe, wie man die benutzt. So, da hinten haben wir Mauern. Und da haben wir noch ein Haus. Da gehen wir dann natürlich auch erstmal gucken. Noch ist ja alles friedlich. Und ich frage mich, wie lange es wohl dauert, bis man hier wahlweise krepiert. Oder wie lange es dauert, bis man die richtigen Blumen findet. Oder dann die richtigen Sachen findet, um sich selber zu heilen. Ich glaube, im zweiten Durchlauf ist es wahrscheinlich erheblich schneller, wenn man das Spiel schon kennt. Ein Kartografietisch. Was macht denn der? Triangulate your location, constructing a map. Ah, hier können wir eine Karte der Insel zusammensetzen, sozusagen. So, a document on mapping and cartography. Also hier für, um Karten zu zeichnen, haben wir jetzt ein Dokument. Was müssen wir machen? Take out your map and compass. Observe your surroundings. Look for man-made landmarks, such as statues, buildings. Okay, wir sollen zwischendurch also unseren Kompass rausholen. Die Karte und den Kompass. Und dann sollen wir uns ein bisschen umgucken, wie es da so aussieht. Und sobald wir das gemacht haben... sobald wir das gemacht haben, wir müssen irgendwas auf der Karte sehen, glaube ich, was bekannt ist. Und sobald wir das gemacht haben, können wir dann quasi den Ort speichern. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich versuche mal ganz kurz, wie war das mit der Karte nochmal? Ja, das ist die Uhrzeit und das ist der Kompass. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte. Wie kann ich die Karte benutzen? Habe ich... Ach, oder hä? Da liegt noch ein Kompass. Aber den können wir nicht nehmen, weil wir haben schon einen, glaube ich. Ich gucke nochmal kurz rein. So, Triangulation to pinpoint your location on the map as described in mapping. Ah, okay. Ah, okay. Ah, man kann auf der Karte feststellen, wo man ist, indem man verschiedene Sachen sich anguckt. Draw sidelines to these unknown landmarks by pressing activate. Wow, das wird ein bisschen komplizierter. Aber auch da sieht man auch die Karte, die man dabei hat, kann man nur realistisch lesen, indem man sich an irgendwelchen markanten Orten orientiert. Hua! Ach, war ein Vogel. So, ich würde es ja gerne ausprobieren. Ich weiß nur nicht genau, wie wir jetzt die Karte rausholen. Ah, das ist die Map. Okay. With your map and compass in hand, you can determine your triangulation. Okay. Wir haben momentan natürlich noch keine known landmarks. So, da haben wir einmal so ein Pinpoint-Ding. Und da haben wir noch die andere Hütte. Das heißt, wir befinden uns also hier beim Outpost Draco. Und haben damit die Karte ein bisschen weiter gezeichnet. Okay. Ist ein bisschen tricky alles. Ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt, dann gewöhnt man sich dran. So, wir haben geschlafen. Wir haben unsere Stärkepille genommen. Ich weiß nicht, wie lange die halten. Dann wagen wir uns mal ein bisschen in den Wald rein. So, die anderen Häuser habe ich nämlich beim Probelauf nicht gefunden, also nicht gesehen. Ich bin direkt in den Wald reingelaufen, hierher. Und hab dann erstmal diese Pilze hier gefunden. Die wir ja auch mal analysieren können gerade. Den nehme ich dir noch mit. So. Einen roten, grünen Baumpilz. Das ist total spannend. Ist also ein roter, grüner Baumpilz. Rot-grüner Baumpilz. Und den analysieren wir jetzt mal. Und dann gucken wir mal genau, was der macht. Vielleicht können wir den ja noch... Irgendwas noch mit dem anfangen. Der wird, wenn er läuft, immer schneller. Der fängt erstmal an, langsam zu laufen und wird dann immer schneller. Das Problem ist nur, scheinbar müssen wir die Sachen immer wieder neu holen, sobald wir die verbraucht haben. Ich dachte, vielleicht benutzt er nur ein kleines Stück davon, aber leider benutzt er alles. Sobald wir daraus Medizin machen, müssen wir also immer wieder die Vorräte vielleicht auffüllen. Wenn wir nachher nämlich Stärkertablette brauchen und haben keine dabei, weiß ich nicht, ob das so gut ist. So, was haben wir denn da? Okay. Ein Energiestimulant. Ein Energiestimulant. Okay. Brauchen wir dazu noch irgendwas? I use bla 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 bla. My test indicator. Active components. Some stimulant benefit. Ist aber nur temporär.
Aber wir schütten dadurch mehr Epinephrine aus. Epinephrine kann man nie genug haben. Die sollte man ruhig mal ausschütten. Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt nur den synthetisieren. Reicht das dann schon? Ich schneide mal einfach, sonst hätte ich einfach zweimal den Pilz hingelegt. Aber offenbar reicht das jetzt schon aus. Hier lernt man also... Ich komme mir gerade vor wie so ein Drogenbaron hier in meiner Hütte. Muss ich mir hier gerade aus Pilzen, muss ich mir hier gerade so Naturkoks basteln. Energy-Stimulant. Damit haben wir schon die zweite Tablette. Super, die nehmen wir natürlich gleich an uns. Ich weiß noch nicht genau, wie man die benutzt, wie man die nimmt, das weiß ich noch nicht. Und ich frage mich immer noch, wer uns beobachtet. Und vor allen Dingen die Frage ist ja auch, wer hat dem Wissenschaftler den Dolch in den Rücken gehauen? Und was ist... Da sind zwei Fackeln. Hier ist Holz. Ein Feuer können wir uns wohl nicht machen. Ich wünschte, man könnte sich auch so ein bisschen so Kamin- oder Ofenmäßig was machen. Das wäre natürlich schön. Und was ich jetzt mal mache, ich werde jetzt mal... Obwohl, das brauche ich vielleicht gar nicht, weil wir haben die Tabletten, glaube ich, noch nicht genommen. Ich lege das einfach schon mal hier bei uns in die Waagschale rein. Zack. So. Und damit würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal wieder in den Wald rein. Ich muss übrigens, das müssen wir echt mal angewöhnen, dass ich die Steam-Oberfläche ausmache, wenn ich aufnehme. Aber es ist immer, wenn wir halt Multiplayer zocken, dann brauche ich die ja immer. Auch schön mit den Sonnenstrahlen gerade. Was ist das für ein Kopf da hinten? So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Na, los, kämpf dich hoch. Ich kann es gerade nicht sagen. Das hier sieht aus wie so ein... Kann man das pflücken? Nee. Man rutscht hier auch relativ schnell weg. Ist hier nicht irgendwo... Hier war doch irgendwo ein Weg oder so, ne? Da sind die beiden anderen Häuser. Wo war denn der Weg in den... ich will nicht runterrutschen. Wo war denn der Weg in den Wald rein? Können wir mit den Tannenzapfen irgendwas machen? Nee, hier ist... Ach, sind Mistkäfer. Könnte man ein bisschen anknabbern, die Käfer. Ha, 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 Hilfe, 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 Hilfe! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Man muss schon so ein bisschen... Bei der Steuerung muss man so ein bisschen aufpassen. Wenn der erstmal in Wallung ist, ne? Das ist nicht wie beim Shooter oder sowas, dass du sofort stehen bleibst, sondern... Dann kannst du nicht mehr so einfach stehen bleiben. Ach, hier kommen wir zum alten... Alter, ich muss doch irgendwie zu dem Weg kommen. Jetzt bin ich wieder da, wo wir losgelatscht sind. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, hier im Anfangsgebiet sind wir vielleicht noch hoffentlich einigermaßen safe. Ich bin noch letztes Mal hier lang gelatscht. Ach, hier ist der Weg. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo lang. Dann geht's... Nee, jetzt weiß ich... Genau, jetzt weiß ich wieder, wo lang. Hier geht's, Wer baut denn diese Mauern bloß? Wo ist denn der Weg? Ich kann ja gleich mal in die Automappe gucken. Also Automappe ist es ja nicht. Das ist ja die normale Karte. Hier bin ich, glaube ich, oder? Nee. Da komme ich ja schon wieder da oben hin, wo ich gerade war. Geht's denn da nicht weiter? Na los, kämpf dich nach oben. Oh, Sonne, 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 Sonne. Hua. Ich will da nicht runterrutschen. Ah, Sonne. Ach, verdammt. So, wir wollen ja keinen Herzkasper kriegen, deswegen... Ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht genau weiß, wie das mit dem Disease ist. Ich weiß nicht genau, wie viel der Typ jetzt aushält. Ich könnte schwören, ich bin letztes Mal durch den einen Wald gelaufen.
Und bin dann da weitergekommen. Wo kommen wir denn hier hin? Ach so, ich dachte gerade, da wäre eine Schlange. Ich werde schon langsam zum Psychosenjunge. So, hier könnte ich Holz sammeln. Ich weiß gar nicht, ob man hier Holz sammeln kann. Es wäre natürlich schön. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn man Holz sammeln kann. Oder überhaupt, wäre auch schön, wenn man einen Rucksack hätte oder irgendwas, wo man so ein bisschen Sachen sammeln könnte. Da komme ich... Na, da komme ich wieder nicht rum. Um dann zum Beispiel nicht nur eine Blume mitnehmen zu können, sondern einfach mal um ein paar Blumen zu sammeln und so weiter und so fort. Und dann vielleicht auch mal ein bisschen Holz zu sammeln, um sich dann ein Feuerchen zu machen. Ich leg mich gleich nochmal pennen. So, Tag 1 haben wir eh verpennt. Und jetzt steht schon die Abendsonne, da kommen schon langsam die Sterne raus. Das heißt, ich gehe jetzt auch mal pennen. Und dann versuche ich am nächsten Tag, da hinten ist doch ein Tor. Wo es nicht durchgeht. Ah, super. Das ist natürlich spitze. Ich bin da über irgendeinen Pfad, bin ich doch in den Dschungel rein. Hier ist kein Pfad. Ich guck da später nochmal. Also das müssen wir gleich rausfinden. Ich will mich doch jetzt hier nicht blamieren. Also nicht mehr als sonst, meine ich. Aber jetzt erstmal schön knacken legen. Und ich habe das Gefühl, wir dürften auch gar nicht so viel rumpennen. Wie spät ist es denn? 1 Uhr morgens? Alter, komm klar. Wir dürfen gar nicht so viel schlafen gehen normalerweise, weil da vergeht halt Zeit, die wir brauchen. Weil der Typ halt krank ist. Der muss ja diese Medizin erstellen. So, wie spät ist jetzt? Ja, 6:30. Das geht. So, ich probiere jetzt nochmal, dass wir den Weg finden irgendwie. Da hinten durchs Tor. Ich glaube, da... Ja, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Deswegen versuche ich mein Glück mal irgendwie... Das ist ja schon wieder da hoch, wo wir nicht weiterkommen. Das war doch irgendwo hier, oder bin ich bekloppt? Ich habe das Spiel ja nur so 5 Minuten angespielt, aber ich könnte schwören, da ging es hier irgendwie weiter. Oder kann es sein, dass das Spiel sich dann irgendwie neu... Dass die Wände neu gezogen werden oder irgendwas, damit das Spiel nicht der vorherigen Runde gleicht. Ich weiß nicht, ob der Typ schwimmen kann. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Ich lauf mal gerade hier rüber und dann probieren wir mal, ob wir dann... Vielleicht kommen wir da hinten ja doch raus, ich weiß es nicht. Ich glaube, Schwimmen ist eine schlechte Idee. Stimmt, ich bin auch schon mal abgesoffen, als ich versucht habe zu schwimmen. Ich erinnere mich. So, mal gucken. Alter, jetzt... Nein! Da hinten geht's wunderbar durch. Da kommen wir mal nicht hin. Dann probier's mal von der Ecke hier. Na los, komm. Ja, wir sind durch. Ob ich mich darüber freuen soll, weiß ich nicht, denn ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben das Messer nicht dabei. Wir haben das Messer nicht dabei. Was? Was? Wieso haben wir das Messer nicht dabei? Wo haben wir das Messer hingelegt? Okay, pass auf. Ich schnapp mir mal gerade... Au, au. Ah, au, au, meine Füße. So, ich habe mir jetzt mal einen Stein als Waffe genommen.
Da ist eine Statue. Ich versuche mal gerade, ob ich anhand der Statue vielleicht ermitteln kann, wo wir in etwa sind. Das ist, müsste die sein. Und da haben wir die Mauer. So, wir sind ungefähr da. Ist das die Statue? Kann ich da reinzoomen irgendwie? Hier kann ich reinzoomen, okay. Da ist ja noch ein Haus. Ah, ich dachte gerade, da steht jemand. Alter, das ist eine Möwe, die da einfach nach oben geht. Das sah aus wie eine Geisterscheidung gerade. Ich spiele zu viel von den Horrorspielen. Weil ich erwarte hier auch jederzeit irgendwas Gruseliges. Aber ich glaube, das Einzige, was uns hier verfolgt, ist einerseits dieses Monster und andererseits halt irgendwas oder irgendwer, der den Doktor umgebracht hat. Ja, da komme ich... Reinklettern geht nicht. Ist das etwa... Das ist doch jetzt nicht... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass da einfach eine Tür im Haus ist, wo ich nach hinten durchkomme. Ach, nö. Ach, Alter. Uah. Da hinten sind noch mehr Häuser. Da müsste ich versuchen hinzukommen. Ich schleiche mich hier mal durchs Wasser. Oh, noch mehr Blumen. Die lasse ich jetzt aber mal Blumen sein. Ich müsste sie eigentlich analysieren. Sieht aber schön aus hier, ne, eigentlich. Die Blumen, also ich lasse das jetzt mal mit dem Analysieren, damit wir hier noch ein bisschen was von der Gegend sehen. Ich will nicht mal nur hin und her tingeln. Normalerweise würde ich mir die jetzt schnappen und sofort natürlich zur Hütte zurücklaufen und gucken, was man daraus machen kann. Würde mir Medizin machen wie ein Weltmeister, damit wir eingedeckt sind und so weiter und so fort. Was für ein hässlicher Kopf, wer baut denn sowas? Ich meine ernsthaft, da bist du hier auf der Insel, hast nichts Besseres zu tun, als so einen Kopf zu bauen. Da musst du auch andere Hobbys haben. Matchbox-Autos oder so. So, wie gesagt, das Game könnt ihr bei Steam, könnt ihr euch holen. Ist momentan, glaube ich, auch reduziert. Und es ist einfach mal was ganz anderes als die üblichen Shooter, als die üblichen Survival-Dinger. Weil hier geht es dann wirklich um Survival. So, nehmen wir mal das da und dann nehmen wir mal das Häuschen hier. Aha, wir sind also da und haben wieder ein Stück aufgedeckt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt optimal mache. Wahrscheinlich eher nicht. Was haben wir denn da? Fotos. Inselfotos. Eine Notiz auf der Rückseite des Fotos besagt, Pendergraft dirigiert den Bau des Außenposten Sirius. Und hier Professor Douglas instruiert Dr. Sanchez. So, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Hab nämlich ein bisschen Schweinedurst. Jetzt vom Rumrennen die ganze Zeit. Konnten wir einfach durchs Haus hinten rausgehen. Na, Schweinerei. Da werden sich ja bestimmt die totlachen, die das Spiel schon gespielt haben. Des Öfteren. Oh, noch ein Bett. Sehr gut. Und noch ein Stück der Inselkarte. Eine Sumpfkarte. Hier ist das Camp. Swamp Trail. Ich hoffe ja, wir können die irgendwann mal... Kann ich die eigentlich essen, die Bananen, die alten? Die Banane ist jetzt also meine Waffe. Wo ist denn der Stein? Alter, ich will doch niemanden mit einer Banane angreifen. Ich überlege gerade, wie kann ich denn essen... Ich guck mal ganz kurz in die Settings, was es für Tastaturbelegungen gibt hier. Activate, Run, Sneak, Jump, Examine.
Lembe. Shift, Sneak, Jump, Journal. Halt, Resume. Resümé. Okay. Ich schnapp mir nochmal einen Stein. Schnapp. Hier ist eine quasi eine Art Abzweigung, eine Weggabelung. Da ist ein anderer Kopf. Die Insel muss ja verflucht groß sein, wenn man vom Verhältnis der Karte ausgeht. Ich check jetzt mal ganz kurz. Oh, da ist noch ein Haus. Ich check nochmal ganz kurz mit dem Huch, da ist ein Fragezeichen dran. Hat auch ein Fragezeichen, hat alles Fragezeichen. Okay. Huch. Nee, ich wollte doch nicht ranzoomen. Ich wollte doch, Ach, so kann ich ranzoomen. Okay. Rechte Maustaste einfach ranzoomen. Und dann kann ich ja theoretisch bestimmen, wo ich ungefähr bin. Ich müsste hier so sein. Nee. Quatsch. Hier so? Da haben wir angefangen, da sind wir losgelaufen. Hier war die eine Statue. Hier sind wir dann an dem einen Ding vorbeigekommen. Und jetzt müssten wir hier in diesem... Hier müssten wir ungefähr sein, glaube ich. Na gut. Nein! Na! Halt! Ich wollte gar nicht runterrutschen. Ich wollte auch weiter nach oben. Na los, na los, na los, na los, na los. So, ich weiß leider nicht genau, wie man sich... Ob man die Medizin, wenn man die destilliert, ob man die dann direkt nimmt. Also wenn man die synthetisiert. Also was auch immer, wenn man die herstellt. Oh! Hasenbert! Nein! Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Boah, alter Hasenbraten. Habe ich ja gerade richtigen Japp drauf. Komm, bleib stehen. Alter, der kann doch hier nicht... Ich komme doch da nicht hoch! Hasi, bleib stehen! Ich meine natürlich, oh Mist. Kontrolliertes Fallen. Ja, der Hase natürlich mit seinen Spider-Man-Pfötchen ist gar kein Problem. Okay, ich glaube, wir verzichten mal auf den Hasen. Ich will nicht auf den Hasenbraten verzichten. Bleib stehen. Nein! Ah! Oha, wo sind wir denn jetzt? Hilfe! Leckt mich doch am Arsch! Der will uns doch verarschen, der Hase. Ich sehe den gar nicht mehr. Da ist er. Nein! Alter, ich komme mir vor wie Wile E. Coyote, wenn ich hier auf Roadrunner jagt. So, scheiß auf den Hasen, der bringt uns noch um. Ich hätte es gern gesehen, wenn man Hasen fängt und daraus vielleicht mal was destilliert. Zum Beispiel einen köstlichen, köstlichen Hasenbraten. Jetzt werden Tierfreunde natürlich sagen, wie kannst du nur? Aber wenn man natürlich auf so einer Insel festsitzt, dann sieht so ein Hase plötzlich sehr köstlich aus. Mit seinen fluffigen Näschen und seinen kleinen Pfötchen, die wir ihm allesamt abschneiden und dann köstlich zubereiten. Ich will da nicht lang. Da ist der Sumpf. Ich will aber erstmal zu dem anderen Gebäude da hinten. Vielleicht finden wir noch einen Hasen auf unserer Reise. Ach, das war ein Vogel. Ich wollte gerade sagen, was sitzt denn da? Okay, ich gehe mal da unten lang. Hua! Also sieht eigentlich schon ganz cool aus, ne? Muss man schon sagen. Ist halt ein komplettes Indie-Game. Und früher habe ich mir immer gewünscht, so dass Minecraft vielleicht mal so eine Grafik haben könnte irgendwann mal. Aber ich glaube, das würde... Ich glaube, der Notch hatte früher auch so ein MMO vor Minecraft, wo man genau so eine Sachen machen konnte wie in Minecraft. Das lief nur nicht so besonders gut. War aber auch schon seiner Zeit weit voraus, sage ich mal.
Ach, gucke mal. Ja, da erstmal Schlückchen. Und natürlich die Feldflasche auffüllen. So, dann nehmen wir uns mal das Messerchen hier. Da haben wir ein Examination Tray. Das heißt, vielleicht haben wir hier irgendwo... Ich meine, wir können mal Sachen analysieren. Aber wir können nichts destillieren, was ein bisschen schade ist. Ich weiß nämlich nicht, ob wir dann jedes Mal wieder zurück zu unserer Hauptbasis laufen müssen. Hua, Alter. Ich erschrecke mich immer, weil ich jederzeit erwarte, dass jetzt irgendwann noch dieses Viech kommen muss. Ich hoffe, wir kriegen das noch hier in der... im Let's Test mit in die Aufnahme rein. Ich weiß nämlich nicht genau, wo es lauert, was es macht und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wie wir dagegen angehen können. Da hinten sind noch Blumen. Komm, da schnappen wir uns mal wieder ein Blümchen. Ach, Giftpilze. Das sind meine liebsten Blümchen. So, komm. Wenn es nicht mehr hilft, dann können wir immer noch einen Giftpilz nehmen. Aber wer weiß, wozu die hier gut sind. Wer weiß, was wir aus denen gewinnen können. Hier ist es echt erstaunlich ruhig. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis man dem Biest gegenübersteht. Und ich frage mich gerade, wo war denn jetzt das Zelt? Jetzt haben wir so ein schönes Pilzchen. Wo soll ich denn damit hin? Das ist der zweitgrößte Affenkopf, den ich je sah. Da ist es ja. Hoppala. Okay, merken, wenn wir flüchten vor dem Viech, dann niemals bergauf. Das ist übrigens auch eine wichtige Lektion im Leben. Niemals bergauf flüchten, immer bergab. So, also wenn ihr mal auf der Flucht vor dem Gesetz seid, ihr Ruchlosen, dann immer bergab. So, mal gucken, was sagt denn der Giftpilz? Der wird mir doch jetzt nicht sagen, dass er giftig ist. Na komm. Was haben wir denn da? Ah ja, da. Mental Clarity Tonic. Okay, also wenn wir irgendwann Mental Clarity, heißt das nicht geistige Klarheit oder verwechsel ich das gerade mit genau dem Gegenteil? Nee, pass auf, ich nehme den mal da runter und tu den mal hier drauf. Wir bräuchten noch welche von den anderen Blümchen, ne? Da unten ist noch... Da sind drei Möwen am Strand. Ich guck mal ganz kurz am Strand, ob da irgendwas ist, was uns weiterhilft. Nur ein Lagerfeuer und drei Möwen. Ich bräuchte noch welche von den anderen Blumen, dann könnten wir uns mal wieder so ein Anti... Ja, so ein Gift-Herauszögerungs-Medizin-Wunder basteln aus zwei Blümchen. Was die Krankheit immerhin ein bisschen verlangsamt, wenn auch nicht ganz aufhält. Okay, ja, da gehe ich... In den Sumpf sollte ich lieber nicht reingehen. Zumindest nicht, weil ich glaube, der Hauptcharakter, der kann... Ich glaube es nicht, nur ich weiß es. Der kann nicht besonders lange schwimmen, irgendwie so ein paar Sekunden oder so. Und dann geht er auch schon unweigerlich unter. Was vielleicht daran liegen kann, dass er krank ist. Und natürlich mit Klamotten soll man auch nicht schwimmen gehen unbedingt. Da haben wir wieder Blümchen. Die können wir vielleicht nochmal analysieren. Und da hinten ist noch eine Hütte. So, was haben wir denn dafür? Oh. Die riechen aber gut. Eine Sonnenblumenvariante, okay.
Daraus können wir uns ja wertvolle Öle herstellen. Ich gehe die mal ganz kurz analysieren, dann laufe ich wieder zurück. Ich würde gerne die Insel natürlich mehr erkunden, aber trotzdem würde ich natürlich auch gerne die Medizin weiter voranschreiten sehen. Oder überhaupt die Pflanzen ein bisschen erkunden, pipapo. Und dann mal gucken, was man woraus machen kann und so weiter und so fort. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie wir daraus dann... Doch, ich bin mir sicher. Wir haben ja das Rezept dazu, wie man das Gegengift herstellt. Das hier sind ganz normale Blumen. Alter, ich habe hier einen Orientierungssinn wie ein Stein gerade, ne? Uah. Und es wird dunkel. Wir sollten bald wieder schlafen gehen. Oder wir sollten vielleicht nachts einfach mal auf die Pirsch gehen. Wobei ich nicht weiß, ob nachts nicht irgendwelche Kreaturen lauern. Was es natürlich wieder ein bisschen spannender machen könnte. So. Legen wir das mal wieder auf das Ding da drauf und dann zack. Na, jetzt hier einmal durchlinsen. So, wieso kann er sich daraus eigentlich keine Gemüsepfanne machen? Wieso gibt es überhaupt keine Pfanne und Töpfe auf der Insel? Man muss sich auch mal was zu essen machen können. Das wäre auch cool, eigentlich. Also das Konzept kann man echt noch weiter vorantreiben. So, Sonnenblume. Was haben wir denn da? Okay, aus der Sonnenblume kann man gar nichts machen. Man könnte die Kerne essen. Aber naja, komm. Sonnenblumen sind also einfach nur hübsch. Dann trinke ich erstmal ein Gläschen Wasser hier. Aus Prinzip. So, und dann kann ich... Ich kann die Blume nicht wegschmeißen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dann trage ich die einfach als Geschenk für euch. Einen kleinen Blumenstrauß in der Hand. So, und dann gucken wir mal, wo wir da hinten hinkommen. Da war noch eine zweite Hütte. Vielleicht kommen wir zu der auch noch hin. Indem wir ein bisschen durchs Unterholz rascheln. Durch den Sumpf könnten wir auch gehen. Wir könnten da nach rechts. Die Insel scheint, wie gesagt, sehr groß zu sein. Und es gilt dann trotzdem zu überleben. Es gibt ein Achievement dafür, dass man zum Beispiel das Spiel unter 3 Tagen geschafft hat. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie man das anstellen soll. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Alter, die Hälfte des Videos nur Hasenjagd. Oh, nein! Wieso schmeißt denn er das weg? Kann ich das vielleicht in den Hasen reinwerfen? Na, wie geht das? So, schon mal nicht. Ah, puh, ich dachte schon, ich hab's verloren. Okay, man kann also Sachen damit abwerfen, wie zum Beispiel wehrlose Häschen. Ach, leck mich doch. Ist aber gar nicht so einfach, weil das ist hier nicht wie beim Shooter, wie gesagt... Das ist nicht ganz so einfach zu koordinieren. Ich mache hier mal ein bisschen links und nach unten. Und der wirft durch den Hasen durch, was natürlich total gut ist. Vielleicht ist es doch wie beim Shooter. Ich probiere das jetzt nochmal, wenn ich den Hasen finde. Okay, pst. Ja, klappt. Toll. Na super. Ich glaube, der will mich einfach verarschen, der Hase. Sagt I und geht mitten durch. Hier sind abgebrochene Bäume. Ich bin jetzt kein Fährtenleser. Aber ich weiß, die sind nicht abgesägt, die sind abgebrochen. Ich weiß, abgebrochene Bäume sind kein gutes Zeichen.
Ein abgebrochener Baum kann ein Blitzschlag sein. Wenn aber mehrere abgebrochen sind, heißt das, dass irgendetwas Massives da durchgekommen ist. Da hinten ist ein Wasserfall oder so? Nee, doch nicht. Komm, ich gehe mal ein bisschen weiter hier nach oben. Gehen wir mal ein bisschen weiter in den Wald rein. Ob das eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Da ist wieder ein abgebrochener Baum. Ich weiß nicht, ob die einfach random hier platziert sind, damit es ein bisschen Abwechslung gibt. Das sieht ja nicht nach einer Schneise aus, ehrlich gesagt. Slenderman. La 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 la. So, warum ich hier rumlaufe, weiß ich nicht. Hier kommen wir nirgendwo hin. Sah gerade aus wie ein Affe. Hua! Bleib stehen, jetzt nicht so schnell. Ich möchte mich nicht riskieren, dass wir hier irgendwo in eine Schlucht stürzen. Das wäre ein bisschen ungeil. Okay, hier im Wald ist also nichts. Ich habe gedacht, jetzt finden wir vielleicht jemanden. Hua! Hua! Anhalten! Ich weiß auch nicht, ob man stolpern kann, wenn man so Hua! Was war das denn? Was für ein Schmetterling? Ich dachte, da kommt jemand gelaufen. Alter! Willst du mich verarschen? Ich bin so schreckhaft gerade, weil ich hier die ganze Zeit was erwarte. Das sah gerade aus wie so ein Minecraft-Männchen, was da durch die Luft... Was da durch die Luft kam. Wo kommt die Musik denn jetzt her? Ach, guck mal. Immer wenn wir was da reinlegen, dann behalten wir das überall. Das ist natürlich super. Das heißt... Aber wir können ja nur Examination machen. Aber wir können dann zum Beispiel Sachen da einfach hinlegen. Und die bleiben dann hier überall auf der Insel auf diesen Dingern. Das heißt, wir können so auf diese Weise überall was rumsuchen bisschen und so die Medizin nach und nach vielleicht erforschen. So, Journal Entry von Herbert. Ich habe Sanches Arbeit sabotiert heute Morgen. In addition auf ein bisschen Säure, um sein Experiment zu zerstören oder zu stören, um die Ergebnisse zu verfälschen. Ich wollte es nicht, aber meine Aktionen wurden von einer unsichtbaren Macht gewünscht. Eine Direktive von meinem omnipotenten Meister. Ich habe mich zwar sehr dafür geschämt, aber die Gefühle wurden ersetzt von einer tiefen, ich sag mal, Zufriedenheit von Glücksgefühlen als Belohnung dafür, dass ich meinem Herrn gedient habe. Herbert Goose. Das fängt jetzt an, merkwürdig zu werden. So, Freunde, ich entzünde ein Licht für Herbert. Nee, nicht für Herbert, für den anderen. Dann haben wir hier mal gespeichert. Da hinten waren wieder nutzlose Sonnenblumen. Und die Frage ist, was macht man denn jetzt? Ich dachte, wir sehen in der Aufnahme den Stier noch. Also dieses stierähnliche Gebimse. Aber offenbar hat er Besseres zu tun. Ich laufe hier einfach mal durch den Wald. Ich laufe durch den Wald. Mir ist gar nicht so kalt. Da kommt der Mann, der ist alt. So, da geht's nicht weiter. Da war, glaube ich, wieder ein Gebäude. Die haben hier echt über die ganze Insel haben sie ihre Häuserchen aufgebaut. So, der Weg geht nicht mehr weiter, also laufe ich einfach mal querfeldein in der Hoffnung, dass wir irgendwo irgendwie ankommen. Und es wird langsam dunkel. Ich habe jetzt bewusst einfach mal den Weg fortgesetzt, ohne zu schlafen, um mal zu gucken, wie es bei Nacht ist. Bei Tag ist es so, bei Nacht ganz anders. Nee, umgekehrt. Ach, ist auch egal. Und hier haben wir wahlweise... Was sind das für Mauern hier? War das ein Schloss? Ich weiß es nicht genau.
Kaninchen. Also Kaninchen sind ja auf jeden Fall the sign of ultimate evil. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nicht zu den Kaninchen hingehen. Nein! Au, 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 au. Okay, also merken, immer bremsen. Nie zu schnell laufen, weil man sonst über irgendwas stolpert, über seine eigenen Füße vorwiegend. Vorzüglich, wollte ich sagen. Da hinten ist doch irgendwas, oder sind die Texturen da noch nicht geladen? Ist ja gut. Ich frage mich, ob wir da durchschwimmen können. Ich traue mich nicht. Der Fluss reißt uns ein bisschen mit. Ich glaube nicht, dass wir da rüberkommen, ehrlich gesagt. Wir können das Ding aber umrunden, glaube ich. Das probiere ich gerade mal, indem wir hier einfach... Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Du schaffst es, ich glaube an dich. Wir sind halt gesundheitlich angeschlagen, da geht das nicht so gut. So, wo kommen wir denn hier hin? Ah ja, sieh an, da waren einfach die Texturen nicht geladen. Die laden ja immer so ein bisschen, wenn man näher kommt. Erstmal sieht man das grobe Terrain. Und dann laden die Texturen nach und nach, wenn man näher kommt. Das ist ein ganz typisches Engine-Ding, um die Performance ein bisschen zu erleichtern. Obwohl ich schon auf Ultra-Einstellung habe alles. Aber naja. So, da sind Palmen. Ich habe inzwischen gar keine Ahnung mehr, wo wir sind übrigens. Ich habe natürlich auch nicht auf die Karte geguckt und nix. Hier kommen wir jetzt an einen Palmenhain. So, wie gesagt, wenn ihr hier irgendwie so eine Art Slender Game erwartet, das ist natürlich, glaube ich, auch gar nicht so geplant. Was ist das denn hier? Kann man das... Nee, kann man nicht mitnehmen, sah nur so aus. Sondern hier geht es dann tatsächlich ums Überleben. Und zwar nicht Überleben, indem man 8 Seiten findet, sondern ums Überleben, indem man halt eine Medizin gegen seine unheilbare Krankheit findet und sich dabei noch mit einem Viech herumschlägt. Du bist durstig. Ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Das ist kein Trinkwasser. So, if your canteen is filled with water, find it hanging on a strap beneath your journal. Was? Okay. Hier habe ich Tab. Ach so. Ach, guck mal, da kann ich direkt trinken. Das ist ja cool. Ach, und da habe ich auch die Medizin. Super. Erstmal Schlückchen. Ja, das ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht. Health okay. Abilities Strength low. Energy Stimulant X. Strength. X-Strength, was? Komm, ich hau mir die gerade mal rein. Om nom 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 nom. Was sagt die Gesundheit jetzt? Ja, nicht so viel. Okay, ich guck mal, warte mal, ich guck noch mal ganz kurz rein. Was brauchen wir? Antibiotikum, Antitoxin und Adjuvent. Tja, da muss man schon genau wissen, was man braucht. Oder man muss die Pflanzen auch schon vorher kennen. Das kennen wir natürlich noch nicht. Das heißt, man wird das erste Spiel wahrscheinlich damit verbringen, hier alles klein zu schnippeln und alles zu erforschen und bestmöglich dann noch dem Viech auszuweichen, das wir immer noch nicht gefunden haben. Das versteckt sich bestimmt. Ist bestimmt kamerascheu. Ey, Junge, aber nicht mit Fraps. Wieso nehme ich eigentlich gerade mit Fraps auf, nicht mit Dextery? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, weil ich gerade Monkey Island noch aufgenommen habe. So, geht es da hoch? Ich bilde mir mal ein, irgendwo Trampelpfade zu entdecken, wo eigentlich gar keine sind. Ja, das, nup, ab, nup.
Ist immer noch nicht Nacht geworden, ne? So, ich hoffe, wir kommen hier wahrscheinlich nirgendwo hin. Da hoch komme ich auch nicht, scheiße. So, komme ich da hoch? Oder, aber von hier komme ich auch nirgendwo. Ach, scheiße, Mann. Ich würde gerne die Insel erkunden, aber es scheint so, als wäre das hier wirklich ein bisschen schwieriger. Bremsen, 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 rutschen. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Beruhig dich mal, Junge. Waren hier noch lila Blumen oder habe ich das gerade nur so gesehen? Ich frage mich, wo sich der Stier in etwa befinden könnte. Könnte? Ich gewöhne mir das voll an. Nicht, dass ich das unbedingt wissen wollen würde. Also eigentlich ja schon, aber ich würde ihn dann natürlich gerne noch ins Let's Test kriegen. Einfach die fiese Kreatur. Aber ich fürchte, das kriegen wir nicht mehr hin. Da müsst ihr leider selber spielen, müsst ihr leider selber herausfinden, wie der aussieht. Und ich glaube, das Spiel wäre eigentlich sogar relativ gut für ein Let's Play geeignet. Für die Let's Player unter euch. Ich glaube, das würde sich relativ gut dafür eignen. Zumal man hier auch die Möglichkeit hat, wirklich... Oh. Die Möglichkeit hat, hier viel zu erzählen und so weiter. Habe ich ja vielleicht noch irgendwo... Kann ich hier das trinken? Alter, wieso kann ich das nicht trinken? Ach, Salzwasser. So, hier ist eine Eulenstatue. Kann ich das einfach so mappen? Hä? Und die ist kein Dingens? Komisch. Vor allem, wer baut denn die ganzen Statuen hier hin? Was ist das da? Eine Höhle? Nö, das ist nur Schatten. Na gut. Ach, und da ist jetzt... ja, okay. Also, dann mach ich mal Folgendes. Da hinten ist auch eine Hütte, glaube ich. Wieso kann ich die denn nicht anpeilen, sag mal? Und den auch nicht. Komisch. Wo ist die Hütte? Da ist die Hütte. Ich gehe mal kurz zur Hütte. Tja, da ist ja irgendwie das ganze Let's Test über nichts Aufregendes passiert, aber ich glaube, das ist ja auch normal. Und ich glaube, wenn das Viech dann kommt, dann wird es auch umso aufregender. Wir haben jetzt eine Stunde gespielt, haben so ein paar Pflanzen eruiert und so weiter, haben da so ein bisschen ein paar Tests gemacht. War jetzt nicht so ultra spannend, aber wie gesagt, das hier ist kein Action-Game, also zumindest nicht, solange das Viech nicht da ist. Das hier ist kein Shooter, das hier ist kein weiß ich nicht was, sondern das ist wirklich ein Survival-Game, wo es darum geht, auf der Insel einfach, naja, zu surviven eben, ne? Also zu überleben. Trotz Vergiftung, trotz allem anderen. Was für hässliche Köpfe. Man muss vor allen Dingen diese hässlichen Köpfe überleben. Geht einem ja manchmal auch auf der Arbeit so, mit einigen Kollegen oder halt in der Schule. Muss man auch so ein paar hässliche Köpfe überleben. So, ich gehe jetzt mal hier den Grüngürtel hoch. Mal gucken. Das hier sah noch relativ interessant aus, aber ich glaube, das können wir knicken, oder? Komm mal, ja, los, jetzt. Ja, wunderbar. Man kann es, wenn man selber spielt, kann man es ein bisschen nachfühlen, wie sich teilweise versucht, diese Böschungen hochzukämpfen und dann so richtig aufstapft. Oh, Blümchen. Oh, das sind, glaube ich, Pusteblumen hier. Oh, die würde ich jetzt gerne alle pusten. Oh, wie cool. Und so viele. So, Waldabschnitt. Und
immer in Waldabschnitten habe ich wieder das Gefühl, dass gleich irgendwas passiert. Ich weiß nicht warum. Das liegt, glaube ich, an diesen ganzen Rumsländereien und blablabla mit diesen ganzen Waldspielen, wo man so rumläuft. Dass man erwartet, dass einem Wald gleich irgendwas angreift. Vor allen Dingen, wenn man sich sicher fühlt. Und man fühlt sich ja die ganze Zeit über sicher. Was ist das denn da? Alles ruhig. Und da geht die Sonne langsam unter. Es wird also Nacht und wir sind im Wald. Halte ich für eine sehr gute Idee. Und wir haben keine Taschenlampe dabei. Ich gehe mal hier ein bisschen runter. Ja, hier bin ich gerne. Hier sieht es richtig gesund aus. Da hinten sehe ich, glaube ich, ein paar Blümchen oder irgendwas. Es wird langsam ein bisschen diesig. Uah. Ah, schon wieder ein paar Pilze. Und da ist, glaube ich, eine Hütte wieder. Und wir haben das Messer wieder nicht dabei. Einen blauen Pilz haben wir gefunden. Okay, das hätten wir ja nicht gedacht. Uah. Nichts überstürzen im wahrsten Sinne. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Ort? Und wo sind alle? Was hat das zu bedeuten? Giant Bloom und Blue Cap Mushroom ergeben die etwa etwas Wichtiges auf unserem Weg zur Heilung? Man sollte es fast meinen. Ich bin sehr gespannt. Ich gebe mal was hier, wieder aufs Tablettchen, aufs Glaserl. Na, guck schon durch. Was haben wir da? Aha, Endurance, okay. Combined with the Type A Poison Inhibitor Plant. Das könnten diese anderen sein. Dann haben wir Endurance im Faces Drug. Dann können wir quasi unsere Ausdauer erhöhen. Aber. Und da haben wir zum Glück wieder ein Messer. Das ist natürlich super, dass die einfach immer so rumliegen. Haben wir auch eine Flasche Wasser irgendwie? Hier ist doch Destillat, aber ich glaube, der trinkt kein destilliertes Wasser. Soll ja auch nichts bringen, destilliertes Wasser, ne? Destilliertes Wasser soll ja dem Körper auch keine Nährstoffe bieten und gar nichts. Aber ich muss sagen, aus eigener Erfahrung kenne ich das nicht. Ich habe noch nie längere Zeit von destilliertem Wasser gelebt. Ah, Wasser. Komm, da füllen wir unsere Flasche wieder auf. Und daneben noch ein paar leckere, verfaulte Orangen. Aber ich frage mich tatsächlich, wo alle sind. Wir haben bis jetzt nur einen Wissenschaftler mit Messer im Rücken gefunden. Und das war's. Oh, was haben wir denn da? Ein Dokument über Potenzsteigerungsmittel. Also es gibt ja auch andere Potenz als das, was man so aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Internet oder aus Spam-Mails. So, es gibt mehrere Pflanzen auf der Insel, die als Potenzsteigerungsmittel funktionieren. Da haben wir Indigo Blabla, Purple Pipapo, Tropical Buttercup und den violetten Kaktus. Und daraus kann man dann quasi sich körperliche Vorteile erschaffen. Und hier haben wir Zeitungsausschnitte. So, über Kanzler Kallas finden wir ja ein Foto und Artikel. Kanzler Kallas kriegt die Supreme Military Authority, also die oberste militärische Macht. Und hier haben wir noch Nationalisten. Jubeln Kanzler Kallas zu. Das Zeichen kennen wir doch. Das Zeichen haben wir vorhin schon gefunden im Tagebuch von Herbert, der dieser übergeordneten Macht quasi zugesprochen hat.
Eine Axt? Können wir vielleicht Holz fällen? Ich frage mich, ob wir Holz fällen können. Dann wäre es doch lustig, wenn man ein Feuerchen machen könnte eigentlich. Jetzt wird es ein bisschen dunkel und grau wahrscheinlich bei euch hier auf den Bildschirmen. Liegt natürlich daran, dass es Nacht ist und nachts ist es ja immer ein bisschen düsterer. Das heißt, da sieht man nicht so viel und wir haben keine Fackeln dabei. Keine Fackel dabei. Huch. Hä? Was macht denn Nebel? Ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich dachte gerade, was geht denn jetzt los? Ist das die gleiche Eule wie vorhin? Alter, der Wald ist nachts doch schon ein bisschen bedrohlicher. Hier Wölfe gibt oder sowas? Ist das Wasser? Das ist Wasser. Also nachts muss man tatsächlich höllisch aufpassen. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich hier hintreten soll. Ich sehe kaum was. Boah, jetzt ist es richtig dunkel geworden. Und ich sehe wahrscheinlich nicht mehr als ihr gerade. Was ziemlich wenig ist. Und nur das, was sich direkt vor den Augen befindet. Und das ist schon großzügig eigentlich. Normalerweise dürften wir jetzt gar nichts mehr sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin und wo ich lang muss. Es ist also eine sehr schlechte Idee, hier nachts rumzulaufen. Uah, hier geht's runter. Ich glaube, da ist auch wieder Wasser. Wenn jetzt hier tatsächlich noch ein Slenderman eingebaut wäre, dann würde ich mich jetzt sofort strollieren, voll strollieren. Ach, hier sind wir wieder bei dem Ding hier. Können wir denn mit der Axt... Nee, können wir leider nicht. Tja, ich sehe leider nicht, wo ich hin muss. Ich würde jetzt am liebsten zurück zum Bett laufen. Aber selbst das werde ich wahrscheinlich nicht wiederfinden. Weil es einfach so dunkel ist, dass ich überhaupt nicht sehe, wo ich langlaufen muss. Ah, vielleicht könnte es klappen. Ich würde natürlich so feiern, wenn jetzt auf einmal von irgendwo diese roten Augen kommen. Also die von diesem Monsterstier oder was immer das ist, der einen hier verfolgt. Oder verfolgen soll. Ich habe ihn noch nicht selber gesehen. Ich kenne ihn nur aus dem Trailer oder aus dem... Weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Trailer, Screenshots, weiß ich nicht. Jedenfalls, würde ich natürlich extrem feiern, wenn der jetzt auf einmal hier aus der Dunkelheit auftaucht und wir durch die Nacht rennen müssten. Oh Gott. Oh. Aber zum Glück habe ich meine Blumen dabei. Da kann mir gar nichts mehr passieren. Kann ich hier das Haus irgendwo erkennen? Da ist ein bisschen der Mond zu sehen. Hier ist die Küste, aber kein Haus. Vor allem geht es hier überall steil runter. Bestimmt kommt der Stier immer nachts und rennt an einem Punkt los, wenn man selber nachts rumläuft und verfolgt einen dann immer. Uah! Achso, doch nicht. Uah. Ich dachte gerade, da geht es wunderbar weiß wie tief runter. Da ist das Haus, da ist das Haus. Juhu. Warte, erstmal bringen wir natürlich die Blume rein. Haben wir die schon alle dosiert? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das eine von denen ist, die wir schon hatten. So, dann hauen wir die mal aufs Tablett. Ich glaube, die hatten wir schon, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber egal. Dann häckseln wir die eben nochmal klein und gucken mal, was die macht und danach... Naja, muss ich leider das letzte Test beenden, ohne dass wir den Stier gefunden haben. Das ist leider ein bisschen ärgerlich.
Aber ich überziehe ja schon wieder schamlos hier gerade. Nur in der Hoffnung, dass wir den finden. Jetzt bin ich einmal bei Nacht rumgelaufen. Haben wir das auch gemacht. Ach, guck mal, die hat man noch gar nicht. Doch, die hatten wir schon. Extra Stärke Medizin, die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Und das Gute ist, wir können uns wieder extra Stärke Medizin herstellen, weil wir haben ja die Pflanze vorher in Storage mit abgelegt. Das heißt, es würde gehen, dass wir uns jetzt quasi wieder die kleinen roten Pillen machen. Hier sieht es irgendwie so hell aus auf einmal. Von wo scheint denn der Mond? Ich sehe den gar nicht. Ich höre was. Es war wohl nur meine Einbildung. So, komm, dann würde ich sagen, na, gehen wir mal pennen und dann speichere ich mal den Spielstand just for fun und dann, naja, hab da zumindest mal einen kleinen Einblick bekommen in das Spiel. So, wie spät ist es? Ah ja, 6:30. Pünktlich auf die Minute. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser gerade, einfach nur mal just for fun. Kann man mal machen, einfach aus Spaß mal ein Glas Wasser trinken. Ich trinke eh viel zu wenig. So, haben wir gespeichert. Tja, das waren die Superhomies auf Mias Mata, auf der Trauminsel, auf dem Ferienresort. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in das Spiel. Wenn es euch gefällt, holt es euch bei Steam, ist günstig, unterstützt die Indie-Entwickler. Es macht Spaß, es sieht nicht nach viel Action aus. Wenn man selber spielt, macht es mehr Spaß. Vor allen Dingen, wenn man nach und nach die Pflanzen so ein bisschen erforscht und so weiter und so fort und sich dann nach und nach die Medizin zusammenwürfelt. Und dann, es scheint manchmal ein bisschen lahmarschig zu sein. Aber ich glaube, das wird sich alles sehr stark relativieren, wenn man als erstes Mal von diesem Viech auf die Hörner genommen wird. Ich glaube, dann fängt der Überlebenskampf erst so richtig an. Das, was wir hier gesehen haben in dieser Stunde, das war nur das absolute Vorgeplänkel. Das ist ja ein bisschen wie bei Amnesia oder Amnesia. Ne, ist ja da auch, die erste Stunde ist lahmarschig, muss man sagen. Da rennt man durchs Schloss, guckt sich ein bisschen um, pipapo. Dann geht's erst richtig los. Und ich glaube, so ist es hier auch am Anfang. Du machst dich vertraut mit der Umgebung, du erforschst die Insel, du machst die Map ein bisschen, pipapo, erforschst die ersten Medikamente und dann geht's los. Naja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet einen kleinen winzigen Einblick ins Spiel. Das war Mias Mata. Ich hoffe, wir sehen uns wieder nächste Woche beim nächsten Let's Test. Bis dahin, tschüssi Kowski. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ein ganz kurzer Nachtrag im Nachhinein nochmal. Fand ich wichtig, das nochmal nachträglich zu erwähnen. Das Spiel fokussiert sich übrigens nicht unbedingt nur auf das Kräutersuchen, sondern der größte Wert bei der Spielprogrammierung wurde tatsächlich auf die KI, auf die künstliche Intelligenz des Monsters gelegt, das uns da verfolgt. Und das soll wohl unsere Spuren verfolgen können und so weiter. Wenn es einmal die Fährte aufgenommen hat, dann bleibt es uns wie ein Bluthund auf dem Fersen. Und dann gilt es auch zum Beispiel, Äste auf dem Boden zu vermeiden, die laut knacken. Wenn es gerade in der Nähe ist, hört es. Man soll sich sehr stark verstecken können, auch hinter Steinen, hinter Bäumen und so weiter. Und die Kreatur ist unsterblich, also unbesiegbar. Das heißt, man kann sie bekämpfen mit Feuern, mit Steinen, mit allem, was da so rumfliegt. Aber man kann sie nur für eine gewisse Weile abschütteln, dann nimmt sie die Witterung wieder auf und folgt einem. Das heißt, man ist quasi dann, sobald das Ding einen erstmal erwischt hat oder gesehen hat, geht's quasi wirklich richtig, richtig los. Dann fängt das Spiel erst richtig an. Das heißt, alles, was wir wirklich gerade gesehen haben, ist tatsächlich alles nur ganz lapidares Vorgeplänkel. Und die Spielzeit soll ungefähr 12 Stunden betragen. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall weiter spielen, aber wahrscheinlich erstmal privat. Vielleicht fange ich noch ein Let's Play an. Ich weiß es noch nicht genau. Naja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt, wenn man das erstmal auf die Kreatur trifft. Ich freue mich ein bisschen drauf und leg mir wie immer schon mal ein paar Erwachsenenwindeln zurecht. So, in diesem Sinne, ich wollte es ganz kurz nochmal erwähnen und das Spiel wurde halt nur wirklich von 2 Brüdern programmiert, also von 2 Leuten wurde das programmiert, von den Johnson-Brüdern. Das ist unfassbar, dass 2 Leute so ein Spiel auf die Beine stellen, haben dafür aber auch 4 Jahre daran entwickelt. Ich ziehe meinen Hut und den
ziehe ich dann auch wieder auf, weil jetzt ziehe ich mich zurück. So, in diesem Sinne, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Tschüss.